Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Ringvorlesung in der Aula der Pädagogischen Hochschule Steiermark begrüßen. Mein Name ist Ursula Rettinger und ich darf Sie begrüßen auch im Namen unserer Institutsleiterin Susanne Lienhofer, die gerade am Weg nach Schweden ist, wo sie weitere Hochschulkooperationen anbahnt bzw. ausbaut. Und ich freue mich, dass ich Frau Dr. Schachinger zum zweiten Mal hier bei uns in der Aula begrüßen darf zu einer Ringvorlesung. Heute zu einem Thema, wo ich persönlich sagen muss, ich freue mich wirklich, dass wir dieses Thema, diese Ringvorlesung gerade jetzt geplant haben und nicht zu einem anderen Zeitpunkt. Gewaltprävention, ich nehme mal an, das ist der Grund, warum Sie zahlreich hier sind. Wir freuen uns wirklich, dass Sie da sind. Wir begrüßen natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt mitverfolgen im Livestream oder später auf das Video zurückgreifen werden. Und wir freuen uns zum einen, dass Sie da sind, klarerweise. Wir wissen aber auch, dass das Thema eines ist, das nicht unbedingt Freude bereitet. Wir haben das sicherlich alle in den Medien in den letzten Wochen mitverfolgt. Wir erleben es und ich gehe davon aus, es sind einige unter Ihnen, die das auch in der Schule miterleben. Gewalt, Aggression, das heißt, das sind vielfach Folgen der Diversität, die wir in unserer Ringvorlesung sehr gerne als Gewinn bezeichnen würden. Um aber aus Heterogenität und Diversität einen Gewinn zu machen, braucht es sehr viel. Und es geht vielfach wirklich darum, auch Methoden kennenzulernen, um zu einem konfliktfreien Miteinander zu gelangen, um Konflikte aufzulösen, um überhaupt zu verstehen, warum sie entstehen, woher die Aggression kommt, die offensichtlich in der Diversität liegt. Das sind jetzt viele Themen, die ich schon so skizziert habe, wo ich einfach hoffe, dass uns Frau Dr. Schachinger in dieser Vorlesung wirklich Anregungen geben kann. Und ich sage jetzt ganz bewusst Anregungen, weil das ist ein Thema, das sehr, sehr umfangreich ist. Wir werden also jetzt einmal so einen Einstieg planen von einer theoretischen Seite. Wir haben aber im Anschluss Zeit und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige für Sie. Nützen Sie dann auch die Zeit für Ihre Fragen, für Ihre Anliegen, denn das ist jetzt einfach wirklich der Ort, wo man auch darüber reden kann, wo man von einer Expertin vielleicht auch eine Meinung einholen kann. Und ich kann von unserer Seite nur versprechen, wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst an der Pädagogischen Hochschule. Wir wissen, dass es mit einer Ringvorlesung nicht getan ist und wir werden uns auf jeden Fall bemühen, auch weitere Fortbildungen, Workshops wie immer ins Auge zu fassen, um letztendlich dorthin zu kommen, wo das Motto unserer Ringvorlesung eigentlich steht, nämlich Diversität als echten Gewinn zu sehen. Damit Sie jetzt aber wirklich auch den Gewinn dieser Zeit, dieser kostbaren Zeit haben, möchte ich mich jetzt kurz halten, wünsche Ihnen eine spannende Stunde, einen spannenden Vortrag und gebe davor noch an meine Kollegin Sabine Juhat, die uns noch erläutern wird, warum Frau Dr. Schachinger wirklich die Expertin für dieses Thema ist und warum wir sie eingeladen haben und auch mit ihr zusammenarbeiten. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen und danke fürs zahlreiche Kommen. Frau Dr. Schachinger ist Psychologin und sie wird von ihrer psychologischen Seite dieses Thema beleuchten. Sie ist selbstständige Arbeitspsychologin und Sozialpsychologin und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren, seit 20 Jahren ist sie selbstständig damit. Sie hat einen interessanten Werdegang hinter sich. Sie hat in Wien, aber auch in New York an der Columbia University studiert. Wie lange, das habe ich nicht erfragt. Ja, die durchschnittliche Studiendauer und dann das Doktoratstudium. In Amerika. Ach so,
Das waren 2 Studiensemester im Forschungsaufenthalt. Sehr gut. Vielleicht, wenn Sie dann noch Fragen haben, Frau Dr. Schachinger wird sie sicher gerne beantworten. Jedenfalls, also diese Diversität auch schon gelebt, diese 2 Seiten gesehen. Und nun, Sie haben auch, Sie sind jetzt, Sie forschen in diesem Bereich, aber auch ganz besonders Selbstbild und Selbstwert. Dazu hat sie auch ein Buch schon geschrieben. Und das zweite Forschungs- und Thema und der Arbeitsschwerpunkt ist politische Psychologie. Da gibt es auch ein Buch dazu. Und zwar Psychologie der Politik. 2014 erschienen und das mit dem Selbstwert schon ein bisschen älter, 2005. Finde ich auch ein interessantes Thema, das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert. Dann, Sie halten Vorträge, Sie machen Lehre immer wieder an diversen Hochschulen, Universitäten, aber auch Personalentwicklung in Unternehmen, da sind Sie auch tätig. Das heißt, Sie haben wirklich auch ein breites Feld, wo Sie das austesten und sehen. Und ich bin gespannt, warum Sie zu diesem Thema gekommen sind und warum Sie zu dem Thema im Bezug auf Schulen gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir da einiges erfahren werden. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich sehr für die freundliche Einführung von Ihnen, Frau Magister Rettinger, und von Ihnen, Frau Magister Juhart. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie Ihre wertvolle Zeit hier opfern, sage ich mal, und hierher kommen, um eben meinen Vortrag zu hören. Ich habe ein paar wesentliche Punkte für Sie zusammengefasst, die mir im Zusammenhang mit diesem Thema sehr wesentlich erscheinen. Ich gliedere diesen Vortrag in 3 Teile und gehe zunächst einmal auf die Ursachen ein, auf sozialpsychologische Ursachen. Da wird vielleicht das eine oder andere für Sie eine Wiederholung sein, aber als Pädagogen und Pädagoginnen wissen Sie um den Wert von Wiederholungen. Ich rücke wieder etwas ins Bewusstsein. Der zweite Teil, da wird es gehen, Neustart nach Gewalt, da geht es um Versöhnungsarbeit, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und der dritte Teil, da geht es um Gewaltprävention. Und das habe ich wieder in 4 Abschnitte unterteilt. Da geht es einerseits um Aufklärungsarbeit, um Stereotype, um Vorurteile, um Rassismus, um Sexismus. Es geht dann, um dem Ganzen dann eine positive Richtung zu geben, darum, Gemeinsamkeiten über Unterschiede zu stellen. Natürlich gibt es Unterschiede, offensichtliche Unterschiede, und mit all diesen Unterschieden gehen oft die Gemeinsamkeiten irgendwie aus dem Blickfeld. Und die möchte ich ganz besonders auch hervorheben, weil Gemeinsamkeiten im Fokus zu haben, bedeutet auch wieder sozusagen Spannung aus einem Umfeld herauszunehmen. Ich möchte auch ein friedenstiftendes Menschenbild präsentieren und abschließen möchte ich mit einigen Grundregeln, die eigentlich selbstverständlich sein sollten und für Sie, wie Sie hier alle versammelt sind, ganz sicher selbstverständlich sind, aber sie sind nicht mehr im Alltag selbstverständlich. Und deswegen habe ich sie extra noch zusammengefasst, weil es auch darum geht, dass wir von Anfang an darauf achten, dass diese Grundregeln immer eingehalten werden. Zunächst Teil 1, sozialpsychologische Ursachen von Aggression und Gewalt. Ursachenforschung ist wichtig, ist nicht müßig, sondern ist wichtig, weil es uns ermöglicht, wenn wir Ursachen kennen, ein frühzeitiges Eingreifen und wir damit Gewaltausbrüche verhindern können. Ursachen können dann so Art Alarmsignale sein, auf die wir schon reagieren können, bevor überhaupt dann Aggression und Gewalt entsteht. Das, nehme ich an, ist eine Wiederholung für Sie. Wie entsteht aggressives Verhalten? Es ist ein Lernen am Modell, ein soziales Lernen. Es wird gelernt und die gute Seite davon ist, dass es auch wieder verlernt werden kann.
aber das geht leider nicht von heute auf morgen, sondern ist ein aufwendiges Prozedere. Gelernt wird es von ungünstigen Vorbildern, gelernt wird es aber auch, wenn mit aggressivem Verhalten gewünschte Ergebnisse und Ziele erreicht werden. Wenn das tobende Kind die PlayStation bekommt, weil es getobt hat, hat es mit diesem Toben sein Ziel erreicht, hat es einen Verstärker bekommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder tobt, wenn es etwas nicht bekommt, was es haben möchte. Auch Lob und Anerkennung für aggressive Akte, zum Beispiel von einer Peer Group, auch das erhöht natürlich die Häufigkeit, wenn ich damit gut dastehe vor meinen Freunden. Dann gibt es natürlich auch situative Auslöser, ganz klar, das kennen Sie alle auch. Bestimmte Bedingungs-, bestimmte auslösende Faktoren, das kann ein Streit sein, das kann eine Provokation sein, kann eine Frustration sein, eine Enttäuschung, kann aber auch Anstiftung sein und in Zeiten des Internet auch Hasspropaganda. Gerade bei Jugendlichen stellen wir leider zunehmend fest, dass hier schon auch sehr viele negative Werthaltungen auch aus dem Internet, aus den sozialen Medien aufgenommen werden. Und all das muss man sich genau anschauen, um eben daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und versuchen, Gewaltausbrüche dann in Keim zu ersticken, dass sie erst gar nicht zustande kommen. Auch damit sage ich Ihnen nichts Neues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich stehen mit aggressivem Verhalten auch ganz bestimmte Emotionen im Zusammenhang. Ärger, Wut und Zorn nenne ich jetzt mal als die bekanntesten. Und da möchte ich wirklich betonen, diese Gefühle, das sind jetzt keine bösen Gefühle. Das sind völlig normale Gefühle, wie sie alle Menschen gelegentlich erleben. Es ist nicht böse, einmal wütend oder zornig zu sein. Aber das, was jemand macht in der Wut, im Zorn, im Ärger, das kann sehr wohl sehr destruktiv und sehr schlimm sein. Aber die Gefühle an sich sind jetzt normale menschliche Gefühle. Sie haben den Nachteil, dass sie positive Gefühle blockieren, wie Freude, Zufriedenheit, Mitgefühl, Empathie. Das ist die Schattenseite dieser Gefühle. Sie mobilisieren aber körperlich und oder mental auch, können sie auch zur konstruktiven Konfliktlösung und Problemlösung und Zielerreichung antreiben sozusagen, aber leider eben auch zur destruktiven. Und tiefenpsychologisch, darauf möchte ich auch ganz kurz eingehen, ich glaube, das haben Sie sicher auch schon mal gehört, tiefenpsychologisch geht man davon aus, dass Wut und Zorn eigentlich verdrängte Kränkungen und Demütigungen sozusagen überdecken. Zum Beispiel Kränkungen und Demütigungen, die jemand erlebt hat aufgrund sozialer Ausgrenzung oder dass jemand ausgespottet wurde oder was auch immer. Auch Missbrauchserfahrungen können dem Ganzen zugrunde liegen. Und dann geht man davon aus, dass so eine Kränkungswut, und da steckt schon die Ursache der Wut drinnen, nämlich eine Kränkung, und da wird in dieser Kränkungswut ist ein Wunderpunkt dieser Person berührt worden. Das kann bei jeder Person ein anderer Wunderpunkt sein. Aber diese Wut ist praktisch so ein lautes seelisches Aua, das aber verdrängt wird und es kommt eben nicht die Kränkung heraus, die ist gut verdrängt, sondern heraus kommt eine enorme Wut. Psychologisch aber, wenn man dann mit diesen Menschen arbeitet, schaut man sozusagen, was steckt hinter dieser Wut, welche Kränkung steckt hinter dieser Wut. Aber auch das ist wieder ein längerer Prozess, um so etwas zu klären. Und dann haben wir auch den Spezialfall, dass bei traumatisierten Menschen auch Angst oder Schrecken oder Bedrohungsgefühle oder auch Hilflosigkeitsgefühle, Ohnmachtsgefühle, Überforderung, auch das kann dann bei entsprechenden Bedingungen unter
entsprechenden Bedingungen auch aggressives Verhalten auslösen. Sie sehen schon, wir haben hier eine sehr komplexe, umfassende Gemengelage, die natürlich weit über das hinausgeht, was Sie als Pädagoginnen und Pädagogen im Klassenzimmer unmittelbar tun können. Also hier braucht es dann wirklich auch psychologische und sozialtherapeutische, sozialarbeiterische Interventionen. Wir haben auch im Zusammenhang mit aggressivem Verhalten, kann man ganz bestimmte Denkmuster auch feststellen. Diese Denkmuster sind jetzt, ich habe hier Ihnen die wichtigsten zusammengefasst. Diese Denkmuster müssen jetzt nicht zwingend bei jeder Jugendlichen oder bei jedem Jugendlichen auftreten, aber wir finden sie sehr häufig im Kontext mit Gewalt- und Aggressionshandlungen. Ein so ein Denkmuster ist eben ein destruktives Menschenbild. Ich werde dann später im Vortrag noch ein ganz anderes Menschenbild präsentieren. Aber dieses destruktive Menschenbild lautet ungefähr so, aber Menschen sind doch von Natur aus so, das ist in unserer DNA, Menschen sind von Natur aus böse und gewalttätig. Und wenn ich natürlich so ein Menschenbild, diesem Menschenbild anhängig bin, ja, damit habe ich auch meine eigene Aggression entschuldigt, weil das ist ja schon in meiner DNA drinnen. Weiters, sehr häufig finden wir extreme Abwertungen des oder der Opfer. Das geht bis hin zu Dehumanisierung. Also es wird das Opfer oder die Opfer werden nur mit negativen Eigenschaften beschrieben, keine positiven Eigenschaften. Sie werden mit ganz extremen Bezeichnungen sozusagen etikettiert. Wir finden solche Sachen immer wieder auch im Internet bedauerlicherweise, Untermenschen, Insekten, alles Mögliche, also Dehumanisierung, extreme Abwertung der Opfer. Sehr häufig im Alltag auch immer wieder zu beobachten, ist die Bagatellisierung der eigenen Gewalt, dass man das sozusagen klein und schön redet. Das war doch eigentlich gar nicht so schlimm, dass irgendjemand sagt, ja, ich bin ja auch als Kind, habe ich auch immer eine Ohrfeige gekriegt, aus mir ist auch was geworden. Also dass man eigene Gewalt oder eigene Aggression sozusagen beschönigt und bagatellisiert. Und eine Strategie ist auch, dass man das, was man selber tut, vergleicht und sagt, ja, das, was der andere getan hat, das war ja noch viel schlimmer und viel böser. Also das ist auch so eine Verteidigungsstrategie. Auch Verharmlosung sehen wir sehr oft bei Tätern, dass die negativen Folgen quasi verharmlost werden. Eine Ohrfeige hat noch nie jemand geschadet, mir hat es ja auch nicht geschadet. Und dass man gleichzeitig die positiven Konsequenzen überzeichnet, dass man sagt, ja, ich bin ein anständiger Mensch geworden, weil eben der Vater so streng war mit mir. Also es wird verharmlost, es wird schön geredet, es wird bagatellisiert und der nächste Punkt, das können schon die Kleinsten, sich zu rechtfertigen, wenn sie etwas machen, was sie nicht machen sollten. Und die Ausreden sind ganz, ganz zahlreich, mit denen Gewalt und Aggression gerechtfertigt werden. Da hört man, das Opfer habe das verdient oder habe es mit einer Provokation herausgefordert oder man hört, ich habe mich ja nur verteidigt, sonst hätte mich der andere niedergeschlagen, wenn ich ihn nicht niedergeschlagen hätte. Oder das wäre jetzt in einem größeren Kontext, da haben wir jetzt Gott sei Dank zurzeit leben wir in friedlichen Zeiten, im Krieg. Sie hatten ja eben auch vorhin gesagt, in der NS-Zeit, da sagten dann Täter, ich habe nur einem Befehl Folge geleistet als quasi Rechtfertigung für ihre Untaten. Oder man hat pseudomoralische Rechtfertigungen, man sagt, wir verteidigen die Heimat. Das sagen zum Beispiel rechtsradikale Jugendliche, sagen, wir verteidigen unsere Heimat oder unser christliches Vaterland. Also alle möglichen Rechtfertigungen, mit denen Täter ihr eigenes Selbstbild quasi schönreden. Rachemotive, natürlich, das ist eine fatale Sache mit den Rachemotiven, weil Gewalt gegen Gewalt erzeugt und das wird
immer gefährlicher, das schaukelt sich immer stärker auf und das kann eben dann im Extremfall bis zur totalen, wirklich auch bis zum Mord und Totschlag, bis zur totalen Vernichtung und Auslöschung führen. Im Extremfall, muss man betonen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sofort sozusagen hier einen Stopp haben, ein lautes Stopp. Gewaltspirale wird und muss sofort gestoppt werden, weil sie sonst ausufern kann. Ich darf auch noch, als Sozialpsychologin habe ich mich nicht, natürlich ganz besonders auch immer beschäftigt mit dem, was in Gruppen abläuft, an Gruppendynamiken, die eben dann auch im Falle von extremer Gewalt eine entsprechende Rolle spielen, Gruppenphänomene. Und da habe ich einige Punkte für Sie zusammengefasst. Da ist mal der Punkt verstärkter Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe, der vor allem dann stattfindet, wenn diese Gruppe schwierigen Lebensbedingungen ausgesetzt ist und wenn diese Gruppe tatsächlich oder subjektiv, es genügt auch, wenn man es nur subjektiv so wahrnimmt, eine bedrohliche Situation. Und wenn diese Gemengelage vorhanden ist, dann wird von vielen Menschen Anschluss an so eine starke Gruppe gesucht, die eben dann bietet gegen Gehorsam quasi Schutz, Zugehörigkeit und auch Identität. Und mit diesem Zusammenhalt kommt dann auch so eine weitere Dynamik ins Spiel. Es wird dann die eigene Gruppe aufgewertet und die andere Gruppe, die vielleicht schon eine Feindgruppe ist, gar nicht mehr nur eine Fremdgruppe, sondern schon eine Feindgruppe, die wird entsprechend abgewertet. So nach dem Motto, wir sind die Guten, wir machen alles richtig, wir sind die Besten und die anderen, das sind die Bösen, die Untermenschen, die Minderwertigen. Und im Gruppenkontext haben wir dann noch zwei Phänomene, die beschrieben werden als Verantwortungsdiffusion und als Deindividuierung. Mit Verantwortungsdiffusion ist gemeint, dass der oder die Einzelne sich im Gruppenkontext weniger oder gar nicht mehr verantwortlich fühlt. So nach dem Motto, ich bin ja nur eine oder einer von vielen, ich bin ja nur ein ganz ein unbedeutendes kleines Rädchen und deswegen trifft mich da jetzt auch keine Schuld. Und die Deindividuierung, die Auslöschung des Individuellen, das meint, dass der Einzelne in einer Gruppe oder das kann auch eine Masse sein, eine sehr große Gruppe, gleichsam anonym wird und mit dieser Anonymität geht einher eine stark reduzierte Selbstkontrolle, eine verringerte bzw. überhaupt fehlende Angst vor Bestrafung, so nach dem Motto, mir kann jetzt nichts passieren. Ich bin da in diesem Schutz dieser großen Gruppe und durch Nachahmung und Anfeuerung innerhalb dieser Gruppe, auch Alkohol- und Drogenkonsum hat hier noch immer wieder auch eine sehr fatale Wirkung, weil das Verhalten noch enthemmter und noch aggressiver machen kann. Und wir haben hier als Beispiele, jetzt hat man Gott sei Dank schon länger nichts gehört, Ausschreitungen zum Beispiel im Fußballstadion, also mit den Hooligans, hat man Gott sei Dank dann gut in den Griff bekommen durch ganz unterschiedliche Maßnahmen. Aber das waren so Deindividuierungsphänomene, wo dann in einer Gruppe ganz entsetzliche Sachen passieren, weil hier entsprechende Anonymität dann ist und in dieser Anonymität getraue ich mir noch mehr zu tun, als wenn ich selber verantwortlich gemacht werden kann. Als letzten Punkt, den ich auch unbedingt noch ansprechen möchte, auch nicht zuletzt, weil wir in Österreich und Deutschland hier diesbezüglich von unserer Geschichte hoffentlich alle gelernt haben, Verhaltensweisen, die ebenso extremer Gewalt zuspielen, sind das passive Zuschauen und das Wegschauen. Das sind all die vielen Menschen, das ist die Mehrheit in der Regel, die jetzt nichts Böses tun, die jetzt niemanden Gewalt antun,
die aber passiv bleiben und die inaktiv bleiben und die mit ihrem Schweigen und mit ihrem Nichthandeln Zustimmung ausdrücken. Und das ist das Gefährliche, diese Zustimmung, die damit ausgedrückt wird, auch das Ausbleiben von Sanktionen wird damit signalisiert für die Täter und mehr noch, die Täter gelangen sogar zur Überzeugung, dass sie den Willen der schweigenden Mehrheit vollziehen. Das ist das, was bei uns abgelaufen ist vor 80 Jahren. Das heißt, die Nicht-Einmischung verschlimmert die Lage und die Täter agieren immer brutaler. Das heißt, Nicht-Einmischung ist keine Option. Man kann nur sagen, wehret den Anfängen. Das ist jetzt schon fast wie ein politischer Slogan, da geht schon ganz ins Große hinein. Aber wir können das auch herunterbrechen auf eine Klassengemeinschaft. Wir haben in einer Klassengemeinschaft vielleicht ein, zwei Täter. Und dann haben wir aber auch sehr, sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die das vielleicht ganz lustig finden. Kann die Lehrerin oder der Lehrer gerade keinen Stoff durchmachen, wenn da jetzt gerade ein bisschen Zores in der Klasse ist. Also wir haben sogar im Klassenzimmer. In diesem Kontext können wir schon auch, oder auch beim Mobbing von einzelnen Schülern und Schülerinnen, wir haben auch in diesem Kontext dieses passive Zuschauen und Wegschauen. Und da kann man nur sagen, auch hier muss gegengesteuert werden, da muss auch jemand aus der Gruppe sagen, stopp, stopp, das wollen wir nicht, so gehen wir nicht mit Kindern um oder so gehen wir nicht mit einem Mitschüler um. Also es gehört eigentlich auch diese Klasse hier in diese Gewaltprävention mit eingebunden, auch wenn nur einzelne Täter sind, aber dass die anderen einfach nur zuschauen und nicht Stopp sagen, ist sozusagen auch schon versäumte Zivilcourage sozusagen. So, das waren jetzt ganz knapp für Sie, übersichtlich habe ich mich bemüht, das für Sie so zusammenzufassen, die wesentlichen Ursachenfaktoren, die Ihnen sicher jetzt durchaus jetzt nicht ganz fremd und neu waren. Und jetzt möchte ich eingehen auf ganz wichtige Punkte in der Sozial- bzw. in der Psychologie der Versöhnung, wo es eben darum geht, dass man wieder einen Neubeginn nach physischer und oder psychischer Gewalt setzen kann. Auch das habe ich mich jetzt wieder bemüht, für Sie in einige klare Punkte aufzuteilen. Bei dieser Versöhnungsarbeit geht es im Wesentlichen um zwei Säulen. Es geht um Opferarbeit und es geht um Täterarbeit. Und beides möchte ich gleich vorausschicken, braucht Zeit. Beides geht nicht von heute auf morgen. Beides sind längerfristige Prozesse, kosten dann natürlich auch entsprechend Geld. Aber nur so kann es sozusagen wieder gelingen, zu einem friedlichen Miteinander zu kommen. In der Opferarbeit geht es darum, Heilung von erlittener Traumatisierung. Ich gehe dann eh noch ein bisschen näher darauf ein. Und in der Täterarbeit, und das ist ein schweres Stück Arbeit, das kann ich natürlich verraten, dass das jetzt nicht einfach ist. In der Täterarbeit geht es um Verantwortungsübernahme, um Schuldeinsicht, um Schuldeingeständnisse und last but not least um Entschuldigungen. Die Engländer sagen sehr treffend, it's hard to say sorry, auch dazu werde ich dann noch ein bisschen mehr sagen. Es steht hier, stehen einfach Wörter da, aber es ist sehr schwierig, das in der Praxis sozusagen einzufordern. Wir haben ja gehört, wie viele Rechtfertigungen es gibt für die eigene Gewalt. Da ist immer eher noch der andere schuld als man selber. Es geht auch bei der Täterarbeit um Entschädigungen und Wiedergutmachungen und natürlich um Ursachenforschung und das ist auch eben der ganz, ganz heikle Teil, der Knackpunkt in jeder Täterarbeit ist die Verhaltensänderung. Ein mühsamer Prozess, kann aber gelingen, braucht aber sehr viel Zeit. Und dann geht es um ein Verzeihen, um ein Aussöhnen. Und wie gesagt, das Ganze ist ein schwieriger, lang andauernder Prozess. Zur Opferarbeit möchte ich ein paar Punkte anschneiden, die hier wesentlich sind in der Opferarbeit. Sehr häufig haben wir ja
eine Reaktion bei Opfern, egal ob das jetzt Frauen sind, die Opfer von sexueller Gewalt wurden oder Jugendliche, die Opfer von anderer Gewalt wurden. Also wir haben sehr häufig als Reaktion Schweigen. Und dieses Schweigen aufzubrechen auf behutsame Art und Weise braucht sehr, sehr viel Vertrauen, braucht sehr, sehr viel Zeit. Dieses Schweigen scheint zunächst einmal eine sinnvolle Reaktion zu sein, scheint, sage ich jetzt absichtlich scheint. Man will quasi das Ganze vergessen, weil es ja so furchtbar war, aber das Unbewusste vergisst nicht wirklich. Das Verdrängte kehrt immer wieder eigentlich zurück und spukt so ein bisschen auch in den Alltag hinein. Das heißt, dieses Vergessen gelingt nicht wirklich und deswegen ist ein wichtiger Punkt in der Opferarbeit die Erinnerungsarbeit, wo es eben darum geht, die leidvollen Erfahrungen der Opfer ins Zentrum zu rücken, ins Zentrum des Interesses zu rücken und den Berichten des oder der Opfer eben Gehör zu schenken, gut zuzuhören, empathisch zuzuhören. Dabei kommen natürlich negative Gefühle hoch, wie Trauer, kann aber auch Wut und Zorn sein, dass einem so etwas passiert ist. Also Trauerarbeit ist dann auch ein ganz ein wichtiger Teil in dieser Opferarbeit. Auch ein wichtiger Teil sind auch so Gedenk- und Trauerzeremonien, ob die jetzt im privaten Kontext sind oder wenn es um eine größere Gruppe geht, ob das öffentlich, gemeinschaftlich inszeniert wird. Aber es ist ein wichtiger Punkt, diese Trauerarbeit. Und in der Opferarbeit geht es auch sehr darum, um Fürsorge und Schutz, beziehungsweise dass das Opfer wieder lernt, für sich selbst zu sorgen, auf sich selbst gut aufzupassen. Also Selbstfürsorge und Selbstschutz ist ein ganz ein wichtiger Teil. Und bei traumatisierten Individuen ist, glaube ich, darf ich jetzt so in den Raum stellen, ist sehr deutlich belegt durch viele, viele Studien weltweit, dass hier mit Psychotherapie bei Traumatisierungen sehr gute Erfolge erzielt werden. Aber das sind alles Prozesse, die sich Jahre dahin ziehen und die leider auch nicht so ganz schnelle Wunder sind, sondern langfristig Zeit brauchen. Bei der Täterarbeit geht es um Verantwortungsübernahme und Verhaltensänderung. Das sind die zwei zentralen Schlagworte in der Täterarbeit. Und ich möchte aber dem noch einen wichtigen Satz vorausschicken. Jeder Täter, und das jeder ist jetzt keine unzulässige Verallgemeinerung, jeder Täter war in der Vergangenheit selbst ein Opfer oder hat sich zumindest als Opfer gefühlt. Das kann man so allgemein sagen. Aber genauso wichtig ist auch zu betonen, dass bei weitem nicht jedes Opfer zu einem Täter wird. Das ist nur ein kleiner Bruchteil, wo sozusagen hier eine ungünstige Tendenz stattfindet. Wichtig ist, dass wir gewalttätiges, aggressives Verhalten strengstens verurteilen, dass es hier wirklich null Toleranz gibt, dass wir aber nicht die Person als Ganzes sozusagen verloren glauben oder aufgeben, sondern wir müssen dann eben schauen, dass wir wieder einzelne positive Aspekte in diesem Kind, in diesem Jugendlichen sozusagen zum Vorschein bringen und ausgehend von diesen positiven Ansätzen das Positive stärkt und sich entsprechend dann das Aggressive und Gewalttätige dann schwächer werden kann. Ist aber eine schwierige, längerfristige Aufgabe. Ursachenforschung, ja, habe ich eh schon zu Beginn gesagt, wie wichtig das ist, dass man den Werdegang, Motive der Täter, Auslöser, Ablauf der Tat, dass man sich das alles genau anschaut, wie das gekommen ist und dass man dann daraus die lehrreichen Schlüsse zieht und daraus eben entsprechende Gegenmaßnahmen ableitet. Ja, und der Knackpunkt in der Täterarbeit ist es, gelingt es,
Schuldeinsicht und Verantwortungsübernahme sozusagen zu generieren. Gelingt das? Wenn es gelingt, dann kann daraus etwas resultieren, das wir als Reue beschreiben können. Dann kann eine Entschuldigung die Folge sein, dann kann eine Wiedergutmachung die Folge sein. Und diese Verhaltensweisen bringen dann dem Täter, der Täterin wieder die soziale Anerkennung und Akzeptanz. Wenn ich etwas bereue, was ich falsch gemacht habe, wenn ich sage, das tut mir leid, bitte seid mir nicht mehr böse, dann kann ich damit wieder soziales Terrain gutmachen, was ich vorher kaputt gemacht habe. Und dann verdient oder bekommt jemand seine zweite Chance. Und ich denke mir, jeder oder jede sollte eine zweite Chance bekommen. Das, gerade Jugendliche, das ist so eine schwierige Phase im Leben. Die verdienen das und die brauchen das auch. Aber damit diese zweite Chance keine vergebene Chance ist, müssen neue konstruktive Verhaltensweisen im Umgang mit negativen Gefühlen und wutauslösenden Situationen gelernt werden. Und das braucht dann wieder sozialpädagogische spezielle Maßnahmen, spezielle Gruppensettings, spezielle Gruppentherapien. Es gibt das alles, es kostet leider viel Geld und ich fürchte, hier steht man noch viel zu sehr auch auf der Finanzbremse. Aber es gäbe hier schon interessante Programme, die durchaus gute Erfolge haben. Aber so einfach im Klassenmanagement das zu integrieren, das geht sich fast nicht aus. Zu den Entschuldigungen habe ich auch noch zwei Folien vorbereitet. Es wäre so wichtig für das soziale Miteinander, dass wir mehr Entschuldigung sagen. Und sich aufrichtig zu entschuldigen, bitte. Ich glaube, Sie wissen das, aber vielleicht muss man das den einen oder anderen Jugendlichen vielleicht noch deutlich machen. Sich aufrichtig zu entschuldigen ist bitte kein Zeichen von Schwäche. Das ist ein Zeichen von innerer Stärke und Größe. Wenn ich mich herstelle und sage, es tut mir leid, dass ich dieses und jenes falsch gemacht habe, dass ich dieses und jenes gesagt habe, was die Susi oder den Hansi beleidigt habe, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Aber ich habe schon erwähnt, it's hard to say sorry. Entschuldigungen kommen sehr schwer über die Lippen. Und gerade diese Ausreden und Rechtfertigungen, die ich zu Beginn genannt habe, mangelnde Selbstreflexion, fehlende Selbstkritik, all das verhindert, dass sich Menschen entschuldigt. Aber ich möchte auch betonen, dass Schuldgefühle kann man zwar schon verdrängen und unterdrücken, indem ich immer sage, die anderen sind schuld, die anderen sind schuld. Aber sie bleiben schon im Unbewussten, spuken sie dann schon noch so ein bisschen herum. Und wir kennen Ergebnisse aus der Betreuung von sehr, sehr alten Menschen, wo dann die Altenpflegerinnen und Pfleger plötzlich mitkriegen, dass hier noch irgendwelche Schuldgefühle irgendjemandem gegenüber bestehen und dass sie dann plötzlich noch einen Bruder oder eine Schwester sehen wollen, mit der man seit der Erbschaftsstreitigkeit kein Wort mehr geredet hat, dass man plötzlich am Sterbebett noch dieses Versöhnungsbedürfnis hat. Also Schuld ist etwas, das kann man zwar verdrängen, aber auch das bleibt in unserer Seele und macht in unserer Seele einen Unfrieden. Und deswegen habe ich hier als zweiten Punkt aufgeschrieben, dass es sehr heilsam sein kann, sich zu entschuldigen. Dass eben aus dieser Schuldeinsicht und aus dieser Verantwortungsübernahme eben dann so eine Verpflichtung entsteht dem Opfer gegenüber, dass man hier Reue zeigt, dass man sich entschuldigt, dass man eine kleine Wiedergutmachung gibt. Und das wirkt bitte nicht nur für das Opfer wohltuend, wenn sich bei mir jemand entschuldigt, wenn er oder sie jetzt was Freches zu mir gesagt hat, sondern das tut auch dem Täter oder der Täterin gut, sich zu entschuldigen, weil es etwas ist, was einen befreit. Und ich habe mir jetzt sogar noch die Mühe gemacht, die Punkte aufzuschlüsseln, die eine vollständige Entschuldigung ausmachen.
Eine vollständige Entschuldigung meint, dass die wirklich auch von den anderen als ehrlich und aufrichtig und authentisch wahrgenommen wird und nicht bloß als Lippenbekenntnis. Na ja, dann sage ich halt entschuldigen. Wenn es halt sein muss, sage ich halt Entschuldigung. Und da merkt man schon, das ist nicht wirklich ernst gemeint. Es muss wirklich eine Reue dahinter sein, ein ehrliches Bedauern. Es muss die Verantwortungsübernahme drinnen sein für das, was man jemandem angetan hat. Es muss ein Mitgefühl mitschwingen für das Opfer, dass man dem Opfer wehgetan hat, eine Wertschätzung. Und der ganz, ganz wichtige Punkt ist dieses: Das mache ich nie wieder. Ja. Der untreue Ehemann oder die untreue Ehefrau, der sich aufs Wunderschönste oder die sich aufs Wunderschönste entschuldigt beim Partner, bei der Partnerin und dann ein halbes Jahr später wieder fremd geht, das wird unglaubwürdig. Es mit einer glaubwürdigen Entschuldigung muss einhergehen, dieses: Das mache ich nie wieder, das kommt nie wieder vor. Und so eine Wiedergutmachung. Wir haben zum Beispiel als Kinder gesagt, sind wir wieder gut, wenn wir gestritten haben und dann haben wir wieder miteinander gespielt. Oder die Jungs haben halt dann beim Indianerspielen eine Friedenspfeife geraucht, hoffentlich keine echte. Aber so, es gibt so Versöhnungsrituale. Ja, und natürlich kann eine Untat nicht mehr ungeschehen gemacht werden, das ist schon klar. Aber eine Wiedergutmachung bedeutet doch, dass schönen Worten gute Taten folgen. Und das macht atmosphärisch einen Unterschied. Und das Sinn und der Zweck von so Wiedergutmachungen und Entschädigungen ist eben die Wiederherstellung von Ansehen und Würde des Opfers oder der Opfer. Da kann man sich die Frage stellen, was braucht das Opfer jetzt? Das kann etwas Materielles sein, kann aber auch etwas Immaterielles sein. Materiell wären halt Geld oder Sachleistungen oder ein kleines Geschenk. Immateriell wären eben psychologische oder medizinische Hilfe, zum Beispiel wenn jetzt für Missbrauchsopfer eben Psychotherapie zum Beispiel bezahlt wird. Ja, und solche Gesten der Versöhnung senken das Racheverlangen der Opfer und die entsprechende Versöhnungsbereitschaft steigt. Und Mahatma Gandhi hat etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, dass die Schwachen nicht verzeihen können, aber sehr wohl die Starken. Ich muss aber dazu sagen, dass Verzeihen, ich kann mich jetzt noch so schön entschuldigen und noch eine so wunderbare Wiedergutmachung anbieten und ich kann mich 100-mal entschuldigen und 100 Wiedergutmachungen anbieten, ich kann dieses Verzeihen vom Opfer nicht erzwingen. Ich kann mich darum bemühen, aufrichtig bemühen, wiederholt bemühen, aber ich kann es nicht erzwingen. Wenn aber dann das Opfer bereit ist für Verzeihen und Versöhnung, und das kann schon sehr viel Zeit brauchen, dann tut das Opfer eigentlich auch sich selbst etwas sehr Gutes, weil dann sorgt es für den eigenen inneren Frieden. Es gibt die Opferrolle auf, es lässt die Opferrolle los und geht zwar mit einer schmerzhaften Erfahrung, aber die Erfahrung ist in ein Paket verpackt, das sich gut tragen lässt und das nicht mehr so in den Alltag hineinspukt wie vorher. Weil unversöhnlich zu sein eben schon heißt, dass ich in dieser Opferrolle hängen bleibe, auch in dieser Ohnmacht hängen bleibe und dass damit auch so ein gewisser innerer Unfriede verbunden ist. Und ein wichtiger Punkt eben ist, dass eben ein Opfer, was auch immer mir geschehen ist, wodurch auch immer ich zum Opfer wurde, wichtig ist, dass ich lerne, in Zukunft nicht wieder in eine Opferrolle zu geraten und mich selber gut zu schützen, gut für mich selber zu sorgen. Auch das ist ein aufwendiger Prozess. Auch das braucht in vielen Fällen psychotherapeutische Unterstützung. Die Fragestellung, die dahinter steht, lautet in etwa: Was muss oder was kann ich tun oder was muss oder kann ich vermeiden, damit mir das Gleiche oder Ähnliches nicht wieder passiert? Auch das ist wieder eine Sache,
die Zeit braucht, die entsprechend Geld kostet und die nicht mit schnellen, kurzen Lösungen zu haben ist. Wenn aber so ein Verzeihungs- und Versöhnungsprozess gelingt, dann haben wir wirklich eine Chance für einen gemeinsamen Neubeginn. Zunächst wird vielleicht die Wiederannäherung etwas vorsichtiger sein. Wichtig ist auch, dass die Wiederannäherung unter neuen Bedingungen, unter neuen Voraussetzungen stattfindet, damit man nicht wieder in die alten Verhaltensmuster hineingerät, dass es eine partnerschaftliche Begegnung auf Augenhöhe ist. Und der Täter, und das braucht natürlich viel Zeit, so ein Vertrauen, das einmal zerstört ist, wieder zurückzugewinnen. Wodurch auch immer das Vertrauen zerstört wurde. Das braucht sehr, sehr viel Zeit. Aber wenn es gelingt, langfristig und nachhaltig mein Verhalten zu verändern, dann werde ich auch dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Aber von heute auf morgen geht auch das nicht. Auch das braucht ziemlich viel Zeit. Und das, was der Täter, die Täterin lernen muss, ist eben eigene dramatische Erfahrungen zu verarbeiten, frühere Kränkungen zu verarbeiten und eben diesen konstruktiven Umgang mit wutauslösenden Situationen und negativen Gefühlen lernen. Wie gesagt, die Gefühle sind nichts Böses, nur das, was mit diesen Gefühlen geschehen kann, kann sehr destruktiv und sehr schlimm werden. Aber die Gefühle selber sind normal. Die haben alle Menschen gelegentlich, die negativen Gefühle. Ja, das wären jetzt die zweite Hauptsäule meines Vortrags gewesen. Sie sehen schon, es sind nicht viele Folgen, aber jede dieser Folien, kann man sagen, beschreibt Prozesse, die nicht von heute auf morgen funktionieren können, die längerfristige Interventionen brauchen, die vor allem auch Interventionen außerhalb des schulischen Kontextes sozusagen brauchen, beziehungsweise wo dann eben auch Experten aus anderen Fachbereichen mit dabei sein müssen, also Gruppentherapeuten und Sozialpädagogen. Und also das braucht ein ganzes Team. Auch zum Teil sind auch Jugendpsychiater und so weiter. Also es braucht wirklich ein ganzes großes Team, um hier mit diesen Problemen gut fertig zu werden. Ja, und jetzt zur Gewaltprävention. Wir wollen ja, dass Gewalt erst gar nicht entsteht. Das ist jetzt der dritte und letzte Teil meines Vortrages. Bei kleinen Kindern noch nicht so sehr das Thema, aber sehr wohl dann bei den Jugendlichen, wenn dann so gruppenbezogene Vorurteile und Klischees aufkommen. Wiedersehen. Wenn eben ganze Gruppen plötzlich sozusagen über einen Kamm geschoren werden, so nach dem Motto, so wie einer ist, sind alle anderen auch, oder kenne ich eine, kenne ich alle. Also wenn man so ganze Gruppen abwertet, wenn dann plötzlich die eine Gruppe generell gegen die ganze andere Gruppe ist und man so tut, als wären die alle sozusagen ganz furchtbar und mit denen will man grundsätzlich gar nichts zu tun haben, weil die sind ganz, ganz schrecklich. Und das ist ein Denkfehler, weil man hier davon ausgeht, dass die Gruppenmitglieder einer Gruppe alle völlig gleich sind. Und das stimmt natürlich nicht. Wenn wir heute 10 Rumäninnen oder Rumänen kennen, kennen wir 10 unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn wir 10 muslimische Kinder kennen, kennen wir 10 unterschiedliche muslimische Kinder. Die sind nicht alle gleich. Aber das wissen Sie natürlich als Pädagoginnen und Pädagoge genauso gut wie ich als Psychologin, dass jedes Kind individuell und anders ist. Und dass man nicht einfach so eine ganze Gruppe pauschal mit irgendwelchen Vorurteilen belegen kann. Aber die Jugendlichen wissen das oft nicht und die machen das oft auch ganz gerne, dass man so ganze Gruppen generell abwertet. Im Gegensatz zur eigenen Gruppe, die aufgewertet wird. Rassismus und Sexismus, auch ein wichtiges Thema, wo
immer und überall auch diese Gefahr lauert und wie sich leider auch diese Botschaften im Internet viel schneller verbreiten, als das früher überhaupt möglich war. Rassismus und Sexismus kann als gefährlicher Auswuchs von Vorurteilen beschrieben werden, weil sie eben überwiegend abwertende und respektlose Meinungen über ganze Menschengruppen haben. Und wenn eben diese respektlosen Meinungen Frauen betreffen, dann sagen wir eben Sexismus dazu. Dann wird auch noch so getan, als wäre das Ganze stabil und unveränderbar. Wir wären alle völlig falsch in unseren Berufen, wenn wir nicht wüssten, dass jeder Mensch, jedes Kind formveränderbar ist. Auch erwachsene Menschen sind noch veränderbar. Aber hier wird bei diesen Theorien wird so getan, als wäre das alles stabil und unveränderbar. Und da werden dann regelrechte Feindbilder sozusagen gezimmert, die dann im Extremfall auch Gewalt auslösen können. Deswegen noch einmal, Vorurteile sind, ich habe absichtlich dieses harte Wort geschrieben, ein Unsinn, sie sind wirklich ein weit verbreiteter Unsinn, weil eben wirklich jede Gruppe ein bunter Haufen ist und es gibt nicht die Muslime oder die Musliminnen und die Österreicher, Österreicherinnen gibt es auch nicht als homogene, einheitliche Gruppe. Das sind Überschriften, das sind Sammelbegriffe, mit denen viele unterschiedliche Teilgruppen zusammengefasst werden und jede dieser Teilgruppen besteht wieder aus lauter einzigartigen Individuen, wo jeder Einzelne wieder unterschiedliche Eigenschaften hat, Fähigkeiten, Erfahrungen, Wünsche, Ziele, Ideen und da sind wir jetzt wieder beim Positiven, bei der positiven Diversität, das ist das Entwicklungspotenzial, das ist die Innovationskraft in einer Gesellschaft. Leider ist halt überall, wo Licht ist, auch Schatten, leider, aber es gibt für die Probleme Lösungen, aber wie gesagt, die Lösungen sind eben nicht Wohlfeil zu haben, die brauchen viel Zeit und kosten viel Geld und da spießt sich's halt leider in Zeiten wie diesen. Vermeidung von Vorurteilen, was kann jeder, jeder Einzelne tun? Auch das muss ich Ihnen als Pädagogen, Pädagoginnen gar nicht näher sagen. Das ist Ihr Beruf, dass Sie jedes Kind als Einzelindividuum betrachten, dass jedes Kind individuell beobachtet und dann auch bewertet wird. Und mir geht es eben auch darum, dass auch dann die Jugendlichen und andere Menschen, die eben nicht so wie wir den Menschen als Individuum sehen, dass auch diesen Menschen bewusst wird, dass wirklich jedes Kind und jeder Mensch das Recht hat, nach dem beurteilt zu werden, was er konkret tut, was er sagt, was er macht, aber nicht aufgrund irgendwelcher Vorannahmen, die man hat, weil eben jetzt jemand von dort und da herkommt oder weil jetzt irgendjemand die und die Religion hat oder das und das Geschlecht hat oder die sexuelle Orientierung hat. Also jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch hat das Recht, nach seinem konkreten Tun und Handeln bewertet zu werden und nicht nach irgendeiner Gruppenzugehörigkeit, die mehr oder minder zufällig ist. Also Menschen näher kennenlernen, bevor wir eine Meinung oder Urteil über sie bilden. Das ist Teil Ihres Berufs, das machen Sie tagtäglich, aber das müssen wir, glaube ich, auch vermehrt den Jugendlichen vermitteln, die schon sehr oft in diesen Gruppenschematas leider denken. Ja, wichtig ist, dass wir dem Aufbau von Feindbildern entgegenwirken. Das ist jetzt natürlich nicht nur jetzt unsere Aufgabe als Pädagogen, Pädagoginnen, da braucht es auch die Medien dazu. Während den Anfängen von Hass und Gewalt auch und vor allem in der virtuellen Welt diese stark vereinfachten Botschaften, wie sie da kursieren, Schwarz-Weiß-Denken, Gut versus Böse, hinterfragen, differenzieren, ein realistisches Bild zeichnen der betroffenen Gruppe. Die sind nicht alle gleich, das sind nicht lauter Klone, die sind höchst unterschiedliche Persönlichkeiten, höchst unterschiedliche Untergruppen. Jede Aufrüstung der Worte, oft hört man einen argen Jargon und ich glaube, auch da sollte man schon beginnen,
dass man eben diese Aufrüstung der Worte, extreme Abwertungen, dehumanisierende Wortwahl, entmenschlichende Wortwahl, dass man das stoppt, dass man das schon gar nicht einreißen lässt, weder im Pausenbereich noch im Klassenzimmer. So reden wir nicht miteinander. Solche Worte verwenden wir hier nicht. Also, und das wäre auch so ein, das mit dem Sündenbock- und Feindbildstrategien entlarven, da nehme ich auch Bezug auf unsere Geschichte, wo man auch einzelne Menschengruppen, da waren es die Juden, zu den großen Sündenböcken gemacht hat, die angeblich für alles verantwortlich und an allem schuld sind, was sozusagen Fürchterliches passiert ist. Und solche Feindbildstrategien gibt es bis heute, werden bis heute auch teilweise in manchen politischen Parteien verwendet. Und hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir so etwas sofort aufdecken und sagen, so einfach bitte tickt die Welt nicht, dass man sagen kann, die sind schuld und wenn wir die nicht mehr haben, ist alles gut. Wir haben immer multikausale, immer hochkomplexe Zusammenhänge, die mitspielen, wenn eine Wirtschaft nicht gut läuft oder wenn es Probleme am Arbeitsmarkt gibt. Da kann man nicht einfach so tun, als hätte man da schon einen Sündenbock und wenn der Sündenbock weg ist, dann ist alles gut. Also das sind vereinfachende Darstellungen, die falsch sind und die man auch sofort richtigstellen muss. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, natürlich die negativen Vorkommnisse, die kommen in die Zeitung, die werden teilweise auch aus politischem Kalkül hochgespielt, aber nichtsdestotrotz möchte ich schon sehr betonen, dass das Ausnahmen und Einzelfälle sind und dass das nicht tagtäglich und schon gar nicht bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen passiert. Es sind Einzelfälle, die uns natürlich über Gebühr beschäftigen, die das ganze System über Gebühr beanspruchen und die 80% oder 90% der anderen Kinder hier sozusagen, ich will nicht sagen auf der Strecke bleiben, aber wo dann die Aufmerksamkeit den unauffälligen Kindern gegenüber sozusagen reduziert wird, weil die anderen Kinder so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber wir müssen uns wirklich auch bewusst machen, dass das Ausnahmen und Einzelfälle sind und dass es mit der Mehrheit gut läuft. Ich habe hier ein Argument kurz nur angeführt, das verwende ich ganz gerne im Zusammenhang mit Erwachsenen, wenn eben dann so gesagt wird, ja, aber es gibt ja diese kriminellen Zuwanderer, es gibt ja die kriminellen Asylsuchenden. Und dann sage ich immer, ja, die gibt's und die stehen auch in der Zeitung, aber nicht in der Zeitung stehen die hunderttausende Reinigungskräfte, die hunderttausende Pflegekräfte, die hunderttausende Bauarbeiter, die hunderttausende anderen Küchenhilfen, Zimmermädchen, was auch immer, die stehen alle nicht in der Zeitung und das ist die große, große, große Mehrheit. Und dann sage ich so als Resümee, sicher gibt es schwarze Schafe, die gibt es in jeder Gruppe. Es gibt unter den österreichischen Kindern schwarze Schafe und natürlich gibt es auch unter den migrantischen Kindern schwarze Schafe. Aber die Mehrheit ist bitte anders. Das betone ich auch immer sehr. Es steht halt nie in der Zeitung, danke liebe Reinigungskräfte, dass ihr jeden Tag die Schule so schön putzt und die Ministerien und alle anderen öffentlichen Gebäude und danke liebe Alten- und Pflegekräfte, dass ihr euch kümmert um unsere Eltern und Großeltern. Das steht nicht in der Zeitung, aber das ist die Mehrheit. Ja, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir viel mehr auch auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Es werden, habe ich so den Eindruck, im Alltag und auch in den Medien, es werden immer so die Unterschiede, die werden so überbetont, so nach dem Motto, die sind ganz anders als wir, als würden die alle irgendwie vom Mars oder sonst wo vom Weltall kommen. Und ich denke mir, es gibt so viele Gemeinsamkeiten und die habe ich jetzt auch mir die Mühe gemacht, die auch aufzuzählen.
Und die Gemeinsamkeiten entstehen daraus, dass jeder Mensch, bitte jeder Mensch, ist viel mehr als seine nationale Herkunft und oder seine religiöse Zugehörigkeit. Jeder Mensch hat viel mehr Eigenschaften. Sie alle sind mehr als eine Österreicherin oder eine Deutsche oder eine, weiß ich jetzt nicht was, eine Christin oder Atheistin. Sie haben noch Dutzende andere Eigenschaften. Und so ist es bei jedem anderen Menschen auch. Und soziale Identitäten erwachsen bitte nicht nur aus dem, in welchem Land ich geboren werde. Das ist Zufall. Wir können dankbar sein, dass wir in einem friedlichen, wohlhabenden Land geboren wurden, aber das ist nicht unser Verdienst, da können wir dankbar sein dafür. Aber die sozialen Identitäten wachsen ja nicht nur aus unserer nationalen Herkunft, die erwachsen ja auch aus unserem Beruf, die erwachsen auch aus Interessen, aus Hobbys. Wenn ich mir zum Beispiel einen Fußballverein anschaue, wie international da die Spieler in diesem Fußballverein sind, die verbindet die gemeinsame Leidenschaft des Fußballspielens oder die großen Musikorchester, wie wir sie in Wien haben. Da spielen Musiker aus Dutzenden Ländern und die Musik ist die gemeinsame Leidenschaft, das ist ihre gemeinsame Identität. Das ist wesentlich wichtiger, als ob die jetzt aus Russland, Bulgarien, Rumänien, USA oder Südamerika sind. Die Leidenschaft für die Musik, die verbindet, oder für den Sport. Und dann auch die sozialen Rollen, die wir einnehmen, die Elternrolle oder die Rolle, die Sie haben als Lehrerin oder Lehrer oder Chefin, Führungskraft, Studentinnenrolle und alles, was mit diesen Rollen an Aufgaben und Verantwortlichkeiten einhergeht, auch das schafft Gemeinsamkeiten und Verbindendes. Ich verwende auch sehr gerne das Argument, dass zum Beispiel Eltern, egal ob sie jetzt arm sind oder reich sind, ob sie in einem Land fern von Österreich oder in Österreich sind, wenn die Kinder krank sind, machen sich die Eltern Sorgen. Das ist weltweit, ist das eine gleiche Reaktion. Und auch wenn man weltweit Eltern befragt, ob die jetzt hochgebildet sind oder vielleicht sogar Analphabeten sind, die Eltern wünschen sich für ihre Kinder eine gute oder eine bessere Zukunft. Auch das ist eine Gemeinsamkeit, die nicht trivial ist wie die Hautfarbe. Hautfarbe ist trivial, aber das ist eine wesentliche Gemeinsamkeit. Da geht es um einen wichtigen Wert. Den Wert unserer Kinder, dass wir wollen, dass die eine gute Zukunft haben. Und das haben wir alle gemeinsam, diese Werthaltung. Auch gemeinsame Ziele und Interessen schaffen auch Gemeinsamkeiten, die über Unterschieden stehen. Also Identitäten unabhängig vom Herkunftsland, unabhängig von der Herkunftskultur, entstehen ja auch durch räumliche Nähe. Zum Beispiel, wenn es eine gute Hausgemeinschaft gibt oder eine gute Nachbarschaft oder ein Stadtgrätzl, wo man irgendwie nett sich grüßt, wenn man sich zufällig auf der Straße begegnet oder eine gute Orts- und Dorfgemeinschaft. Also überall dort, wo es positive Begegnungen und Austausch gibt oder wo gemeinsame Interessen und Ziele verfolgt werden. Wenn ich mich jetzt in Wien einsetze, dass auf einem Spielplatz mehr Spielgeräte angeschafft werden und da ist es dann egal, ob die andere Mutter aus Ungarn ist oder aus Polen, gemeinsam setzen wir uns dafür ein und das schafft auch wieder eine gute, starke Basis und bringt auch wieder Identität mit dem eigenen Bezirk, wo man wohnt. Und es können auch größere geografische Räume, können auch identitätsstiftend wirken. Wenn ich gern in einer Stadt lebe, habe ich eine Identität als Grazerin, egal ob ich jetzt in Oberösterreich geboren bin oder in Deutschland, aber ich lebe gern in Graz und deswegen ist Graz auch Teil meiner Identität. Und auch Europa kann identitätsstiftend werden, wenn man zum Beispiel stolz ist darauf, dass wir hier seit Jahrzehnten im Frieden und Wohlstand leben, dass wir ein gutes Sozialsystem aufgebaut haben, dass bei uns es keine Slums gibt, dass bei uns niemand hungern muss. Auch das ist identitätsstiftend und verbindet uns alle. Und last but not least möchte ich auch noch auf die Weltgemeinschaft hinweisen, die zunehmend
zu einem wichtigen Identitätsstifter wird, weil viele Probleme, die wir heute haben, wir nicht mehr als einzelnes, kleines, nicht einmal als großes Land könnten wir das lösen. Allen voran der Klimaschutz, aber auch Forschung und Entwicklung, Krebsforschung, das sind Forschungsunternehmungen, da wird weltweit geforscht und da wird weltweit an Ergebnissen von Kollegen, Kolleginnen in China, Indien aufgebaut, um das weiterzubringen. Also viele große, wichtige Vorhaben sind mittlerweile weltweite Vorhaben und können auch nur weltweit gelöst werden. Klimakrise genauso wie eben Bekämpfung von Krankheiten, auch technische Entwicklungen, Innovationen, Wirtschaft, Handel, alles mittlerweile weltweite engste Vernetzungen. Also wir sind mittlerweile längst ein globales Dorf, auch wenn das viele noch nicht wahrnehmen wollen. Aber wir sind es bereits, wir sind mittendrin. Und dann möchte ich noch auf ganz basale Gemeinsamkeiten aller Menschen hinweisen, die auch so eine globale, universelle Identität, so was alle Menschen weltweit miteinander verbindet, begründen können. Ich denke mir, das wäre Ihnen jetzt auch eingefallen, wenn ich so gefragt hätte, was glauben Sie, haben alle Menschen weltweit gemeinsam? Ja, ganz offensichtliche Sachen, das sind körperliche Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Bekleidung, Behausung, aber auch psychologische Grundbedürfnisse, dass wir uns Geborgenheit wünschen, dass wir uns Anerkennung wünschen, Liebe, Sicherheit. Auch die Gefühle, die wir erleben, sind universell. Ärger, Wut, Zorn, Freude, Glück, Liebe, Lust, universelle Gefühle gehören zum Menschen, egal wo er lebt, egal wie er lebt. Dass der Mensch ein soziales Wesen ist, auch das ist eine universelle Konstante. Dass jeder Mensch einzigartig ist, ist universell. Sogar eineiige Zwillinge sind nicht völlig ident, sondern unterscheiden sich, auch wenn es für Außenstehende oft nicht so gut erkennbar ist. Aber die werden sehr wohl sehr betonen, dass sie sehr unterschiedlich sind, auch in ihrer Persönlichkeit, nicht nur im Optischen. Auch die kontinuierliche Entwicklung des Menschen von der Wiege bis zur Bahre, was wir lebenslanges Lernen nennen. Der Mensch lernt nie aus, auch das ist universell. Alle Menschen lernen und so verändern sich auch alle Gesellschaften. Alle Gruppen verändern sich mit der Zeit. Auch die prägenden Lebensabschnitte, die bedeutsamen Ereignisse, auch die sind universell. Wir haben natürlich unterschiedliche kulturelle, religiöse Rituale und Gebräuche, was so die wichtigen Lebensabschnitte und Lebensphasen betrifft. Da gibt es natürlich Unterschiede, wie in einer Kultur bestattet wird oder wie in einer Kultur geheiratet wird. Aber was das Ganze menschlich, psychologisch bedeutet, ist im Grunde das Gleiche. Die Rituale sind unterschiedlich, aber das menschlich-psychologische, das dahinter oder darunter liegt, ist für alle Menschen gleich. Wenn ein Mensch stirbt, den ich geliebt habe, bin ich traurig, egal wo auf der Welt ich wohne. Und wenn ein Kind geboren wird, ist Freude da, ist Hoffnung da und sind positive Gefühle da. Auch das ist überall auf der Welt ähnlich, auch wenn dann die Taufrituale oder sonstigen Rituale durchaus unterschiedlich sein mögen. Und die Werte, wenn ich jetzt Menschen frage, was ist ihnen wirklich wichtig im Leben? Egal, ob die jetzt gebildet sind oder nicht so gebildet sind, jung oder alt sind, man kriegt mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst die Antwort, Familie ist mir das Wichtigste, manche sagen Freundeskreis. Dann kommt natürlich sehr oft, Arbeit ist wichtig, auch nicht zuletzt als Existenzsicherung. Wenn die Menschen nicht mehr ganz jung sind, hört man oft, ja, gesund möchte ich bleiben, meine Gesundheit ist wichtig. Also man kriegt eigentlich von allen Menschen die gleichen Antworten. Egal, ob jetzt mehrfach Akademikerinnen oder ein Arbeiter, Arbeiterin mit Pflichtschulabschluss, aber man bekommt die gleichen Antworten, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben. Und damit bin ich beim friedenstiftenden Menschenbild. Und ich denke mir, das kann man auch schon den Kindern vermitteln.
wo ich eben den Menschen auf drei Ebenen betrachte. Wir stellen sehr die sozialen Identitäten in den Vordergrund. Die habe ich als Nummer zwei, die Gruppenmerkmale, welche Sprache jemand spricht, welche Herkunft jemand hat. Aber es gibt eben auch diese universelle, globale Identität, die ich jetzt auch mit diesen vielen, vielen Gemeinsamkeiten aufgezählt habe. Und es gibt auch die individuelle Identität, nämlich dass jeder Mensch einzigartig ist. Und wenn man den Menschen auf diesen drei Ebenen betrachtet, bekommt man einerseits Gemeinsamkeiten wirklich mit allen Menschen, die auf der Welt leben, und andererseits kann man es so individualisieren, dass man eben sagen kann, jeder Mensch ist einzigartig, jedes Kind, das Sie in der Schule haben, jeder Jugendliche ist einzigartig und gibt es nicht ein zweites Mal in der gleichen Form. Also wirklich jeder Mensch ist in gewisser Weise wie alle anderen, wie manche andere und wie kein anderer. Das ist eigentlich ein einfaches Menschenbild. Es ist aber nicht idealistisch, sondern total realistisch, weil so sind wir Menschen. Wir haben alle die Gemeinsamkeiten mit allen, das Individuelle, was nur uns gehört, und dann halt Merkmale, die wir mit bestimmten Gruppen teilen, wie den Beruf, die Sprache, Hobbys, Interessen, was auch immer. Ja, zur Präventionsarbeit: wichtig sind die Kontakte. Wichtig sind die Kontakte zwischen unterschiedlichen Gruppen und Menschen, weil nur so können Vorurteile abgebaut werden, auch wenn natürlich Konflikte auch entstehen, wenn Kontakte da sind. Konflikte sind an sich natürlich und unvermeidbar, aber ich denke mir, es entsteht mehr Positives als Konflikthaftes. Es braucht natürlich günstige Rahmenbedingungen, zunächst einmal fürs Kennenlernen. Es tut ganz gut, wenn man gelegentlich einmal nicht unter Leistungsdruck zusammenkommt, sondern gesellig und lustig und Freizeitaktivitäten macht, die allen Spaß machen. Wichtig ist natürlich, dass alle gleiche Rechte, Pflichten und Möglichkeiten haben. Und was auch hilfreich ist, ist eben so langfristige Projekte und Kooperationen, wo eben verschiedenste Kinder, Jugendliche, Erwachsene zusammenarbeiten müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und diese Zusammenarbeit, diese Kooperation ist dann auch so ein sehr guter Antreiber für ein gutes, positives, zwischenmenschliches Klima. Die Schule hat natürlich ein bisschen den Nachteil, dass sie schon noch wettbewerbsorientiert und kompetitiv ist. Und das ist natürlich eine Atmosphäre, die schon Konflikte mehr befördert, wie jetzt eine Schule, wo es mehr um Kooperation und Zusammenarbeit ginge. Wie es ja dann eigentlich auch in der Wirtschaft gefragt ist. In der Wirtschaft brauchen wir Teams, die bunt sind, die gut zusammenarbeiten und die gemeinsam die Ziele erreichen. Also nur Einzelkämpfer zu sein, ist nicht einmal eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben, weil wir im Beruf alle darauf angewiesen sind, dass wir uns in Teams einordnen. Egal in welchem Beruf wir sind, ob wir jetzt in einem Spitalsteam sind oder eben in einem Unternehmen oder in einem Geschäft, es ist Teamarbeit notwendig und es braucht Kooperation. Ja, und aus wiederholten Begegnungen in der Schule, am Arbeitsplatz, im Freizeit, im Sportverein, da entstehen dann, und das können Sie als Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder auch beobachten, auch sehr schöne Freundschaften. Das sind so die schönen Seiten, die wir auch immer wieder im Zuge des Berufes mitbekommen, wenn dann sich ganz unterschiedliche Kinder da plötzlich ganz dicke Freundinnen oder Freunde werden. Ja, zu den Werten noch. Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere demokratischen Werte hochhalten, dass wir das fördern, dass wir das auch einfordern, den Wert der Menschenrechte, den Wert der Gleichberechtigung, den Wert der Freiheit, die natürlich mit Verantwortung einhergeht. Freiheit ist nicht nur Spaß und Party, Freiheit ist auch Verantwortung, Gerechtigkeit, Solidarität, Zivilcourage, Altruismus, alles Werte, die wir natürlich in der Schule nicht alleine vermitteln können, aber die schon auch im Hintergrund ein bisschen so gelebt werden sollten in der Schule.
Ja, womit kann jeder sofort beginnen, wenn es um Respekt und Wertschätzung geht? Wichtig ist, dass wir aufeinander zugehen, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und es lassen sich viele Konflikte aus der Welt räumen, indem man einfach halt im Gespräch bleibt. Sehr viele Konflikte beruhen eigentlich auf Missverständnissen, und wenn man mehr miteinander geredet hätte, wäre dieses Missverständnis vielleicht gar nicht in dieser Form entstanden. Und eine wichtige Form, ich meine, bei mir ist es ein wichtiger Teil meines Berufes, das Zuhören. Zuhören ist die halbe Mitte der wertschätzenden Kommunikation. Wenn Sie einer Schülerin, einem Kind, einem Jugendlichen zuhören, dann zeigen Sie mit diesem Zuhören, da müssen Sie noch gar nichts sagen, schon gar nicht einen super Ratschlag haben, aber mit diesem Zuhören signalisieren Sie, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wichtig. Man hat natürlich nicht Zeit, dass man stundenlang zuhört, aber es genügt schon, eine Viertelstunde oder 5 Minuten jemanden aufmerksam zuzuhören, dass man diesem Menschen schon das Gefühl gibt, ich nehme ihn ernst, ich nehme ihn oder sie wichtig. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist, was wir auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln sollten, ist, großzügig zu sein mit Lob, mit Komplimenten, mit freundlichen Worten, mit positiven, aufmunternden Worten. Und auch, ich meine, das klingt jetzt so banal und in einer Großstadt ist es nicht ganz einfach, aber auch das Lächeln ist so etwas Einfaches, das aber sofort eine andere Atmosphäre schafft. Also jemanden anlächeln kann ich auch, wenn ich die Sprache nicht spreche, aber es vermittelt sofort Sympathie. Es ist sofort also das Lächeln soll natürlich, soll jetzt kein Lächeln sein, wo jeder merkt, naja, das ist jetzt nicht ehrlich gemeint, aber so ein, und so ein verkrampftes Dauerlächeln auch nicht, aber so ein Lächeln, das man wirklich ehrlich meint, ist etwas, was binnen kurzem sozusagen Wertschätzung nonverbal vermittelt und ein anderes Klima macht. Und natürlich brauchen wir schon in jeder Klasse Regeln. Regeln, auf deren Einhaltung wir konsequentest achten. Und diese Regeln betreffen, und ich habe sie jetzt hier zusammengefasst, das ist jetzt meine vorletzte Folie, das ist quasi das kleine ABC. Es ist leider nicht selbstverständlich, aber ich glaube, wir müssen wieder beim kleinen ABC anfangen, wenn wir in die Klasse Wertschätzung und mehr miteinander bringen wollen. Und das beginnt wirklich beim Grüßen, dass Sie als Pädagogin begrüßt werden, aber dass sich auch die Kinder untereinander begrüßen. Auch das Verabschieden, das Bitte-Danke-Sagen. Ich habe wirklich ein bisschen Probleme gehabt, das so aufzuschreiben, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, das ist ja alles selbstverständlich. Aber es wird nicht mehr selbstverständlich gelebt und es wird auch nicht mehr allen Kindern zu Hause vorgelebt. Deswegen glaube ich schon, dass wir diese kleinen Worte, das sind ja Worte, die nicht viel Zeit brauchen, ein Grüß Gott oder ein Grüß euch und ein Pfiat euch oder Tschüss, das dauert alles nicht einmal eine Sekunde, macht aber atmosphärisch einen riesen Unterschied. Auch, dass ich Entschuldigung sage, Entschuldigung, tut mir leid, das ist einfach wichtig, dass das auch die Kinder wieder lernen, dass auch die Kinder lernen, nicht nur mit ihren besten Freunden zu reden, sondern dass sie auch gelegentlich mit anderen Kindern reden. Und wenn man sie einmal in einer Gruppenarbeit so zusammensetzt, dass sie nicht nur mit ihren besten Freunden zusammensitzen, sondern einmal auch mit einem Mädel oder einem Jungen, mit dem sie sonst nichts zu tun haben. Aber dass sie einfach lernen, mit allen Menschen zu reden, das ist auch später im Beruf so wichtig, egal was sie machen. Sie müssen miteinander reden und kommunizieren können. Das ist das Um und Auf. Und auch, dass die Kinder wieder lernen, einander zu helfen und zu unterstützen. Wir sind zwar eine Wettbewerbsgesellschaft, das hat auch seine Vorteile, das bringt auch in der Wirtschaft Vorteile, aber wir müssen auch dieses einander unterstützen auch wieder zu einem wichtigen Wert machen, dass man sich gegenseitig hilft. Und das Motto, das ich dem Ganzen
als Überschrift also dazu gesellen möchte, ist eben dieses alte, uralte Motto: Ich bin okay, du bist okay. Und mit dem meine ich eben, jedes Kind, jeder Mensch ist anders, jedes Kind, jeder Mensch ist einzigartig. Und natürlich, es gibt kein perfektes Kind, es gibt keinen perfekten Menschen. Nobody's perfect. Jedes Kind hat viele Stärken, aber auch so manches, was ihm oder ihr nicht so leicht fällt und wo es halt dann vermehrte Anstrengung und vermehrte Unterstützung braucht. Das ist bei uns Erwachsenen genauso. Auch wir sind nicht überall gleich gut. Das ist normal, das ist menschlich. Ich bin okay, du bist okay. Und wenn wir das Ganze auf eine Gruppenebene heben, dann heißt das, wir sind okay und ihr seid okay. Stolz zu sein auf die eigene Herkunft, auf die eigene Kultur, auf die eigene Lebensart, aber auch andere Kulturen und andere Lebensweisen wertschätzen, so nach dem schönen österreichischen Motto, leben und leben lassen. Ist auch eine ganz wichtige Devise, ein ganz wichtiger Wert, dass man den auch jungen Menschen beibringt. Ja, meine letzte Folie, Zukunftsperspektive schaffen, das ist quasi Ihr täglicher Job, Ihre tägliche Arbeit und das macht Ihre Arbeit auch so ungemein wichtig und praktisch unersetzlich, weil Sie fördern tagtäglich, egal welches Fach Sie unterrichten, Sie fördern schulische Kompetenzen, berufliche Kompetenzen, sportliche Kompetenzen, künstlerische Kompetenzen und so ganz nebenbei auch noch soziale Kompetenzen. Und das ist genau das, was wichtig ist, weil das schafft gesellschaftliche Teilhabe, das schafft Chancengleichheit und das stärkt auch das Selbstwertgefühl der Kinder. So gesehen ist Ihre Arbeit eigentlich unbezahlbar, unglaublich wichtig, weil Zukunftsperspektiven müssen alle haben. Wenn es welche gibt, die abgehängt sind, die für sich keine Zukunftsperspektiven sehen, dann kann es in einer Gesellschaft schon auch ungemütlich werden. Und so gesehen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich für alle diese Zukunftsperspektiven schaffen. Das ist natürlich jetzt der Wunsch an die Politik, weil das ist die Grundlage für ein friedliches, gedeihliches Zusammenleben. Und an dem arbeiten Sie auch tagtäglich. Ja, das war mein Bogen, den ich zu diesem riesigen Thema gespannt habe, zu dem man natürlich noch zu jedem einzelnen Punkt unendlich viel mehr sagen könnte. Ich habe die PowerPoint aus meinem Buch heraus entwickelt, das eben Sie freundlicherweise, Frau Magister Juhat, schon erwähnt haben, das 2014 erschienen ist, aus einzelnen Kapiteln. Ich habe dann auch in meinem Buch einen sehr umfassenden Literaturteil, wo dann Dutzende Studien dann auch noch angeführt sind, die man dann auch noch, wenn man jetzt sehr genau noch da hineinlesen möchte, hier sich noch weiter informieren könnte. Ja, dann danke ich sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit, für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, Anmerkungen, Meinungen, Ergänzungen. Vielen, vielen Dank.